Weil Polizei ist Management by Jeans. An jeder entscheidenden Stelle sitzt eine Niete. Es ist auch nicht das Einzel-, das schwarze Schafproblem in der großen Herde, sondern wir haben ganze schwarze Schafherden in den Polizeien. Wer nichts tut, macht mit. Und genau das gilt natürlich im Besonderen für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, wenn sie ständig die Dinge, die von Kolleginnen und Kollegen rechtswidrig oder auch darunter entgegen den innerdienstlichen Normen gemacht werden, nichts unternehmen. Das ist Standard. Und deswegen ist es flächendeckend. Es gibt nichts Perfekteres, wie wenn ein Staat sich dazu entschließt, organisierte Kriminalität zu begehen. Er kann auf alle Ressourcen zurückgreifen. Er kann Legenden bilden, er kann Pässe drucken, es ist ja so. Sie wissen, dass auch hier Polizisten den Ku Klux Klan mitgegründet haben. Die sind nach wie vor im aktiven Polizeidienst bei Ihnen. Und das sind nicht nur die beiden, es sind Dutzende, die damals in dem Bereich unterwegs waren und die inzwischen in der Hierarchie nach oben gewachsen sind und zum Teil eben Führungsaufgaben haben. Das waren Polizeibeamte, die Folterer. Davon kannte ich drei aus meiner Zeit an der Flachhochschule Polizei Hamburg, aus einer Studiengruppe. Es gibt so viele Methoden, wie sie aus einem sehr gehaltvollen Sachverhalt im Ermittlungsverfahren Schrott produzieren können. Indem sie einfach bestimmte Maßnahmen nicht machen oder stümperhaft, dilettantisch oder wie sie aus einem Furzen Giftgasvorfall machen. Also, jetzt sind wir vor allen Dingen bei diesen letzten Ausführungen sehr stark bei der Polizei geblieben. Gehen Sie davon aus, in den Verfassungsschutzämtern ist es noch viel krasser. Gehen Sie davon aus, in den Verfassungsschutzämtern, da ist praktisch alles in der Wolle rechts gedreht. Exekutivtrottel. Thomas Hüppelsaal war nicht nur 30 Jahre Polizist in Hamburg. Er ist Vorsitzender und Gründungsmitglied der kritischen Polizistinnen und Polizisten. Wir begrüßen recht herzlich. Also es wurden Führungsbeamte, Ausbilder, die ganz klar braun besetzt waren, mit den Aufgaben der Polizei betraut. Und das hatte natürlich seine Wirkung bis weit über die 60er Jahre hinaus. Dass auch im Schulbetrieb, nicht nur an Gymnasien, braun besetzte Lehrer tätig waren. Ich selbst habe in der Ausbildung bei der Polizei Hamburg solche Personen ebenfalls erlebt. Und so nimmt es gar kein Wunder, dass die Polizei nicht als weißes Blatt in die Bundesrepublik 1949 aufwärts hinein neu entwickelt werden konnte. Es ist also ein Wesensmerkmal von Polizei, dass sie effizient sind, man spricht dann auch von Professionalität, und dann eben auch unter Verlust der ethischen und moralischen Grundsätze. Polizei hat zu parieren. Da ist was dran. Sie hat Instrumentencharakter. Wenn solche Robotics durch die Straßen laufen, dann hat man eher so einen Gedanken an Flucht, als dass man sich gesichert fühlt oder dass eine Gefahrenabwehr stattfindet. Sie hier in Baden-Württemberg sind wirklich landunter, weil Polizei ist Management by Jeans. An jeder entscheidenden Stelle sitzt eine Niete. Oder mein Strafprozessrechtslehrer berichtete, dass er seine Klausuren nach Anweisung aus der Innenbehörde Hamburg in Toto um eine, manchmal um zwei Noten anheben musste, damit entsprechend Personal am Ende noch übrig bleibt. Es ist wahrscheinlich noch erschreckender.
für das, was wir auf den Straßen mit den Polizeibeamten erleben. Nicht nur bei Versammlungen oder bei der Durchführung von Streiks, denn viele der Beamten heute gar nicht mehr wissen, was das eigentlich ist nach dem Grundgesetz, das Streikrecht. Also es ist auch in dieser Hinsicht Land unter. Seitdem der da ist, damit war ich gemeint, ist, dreht der Alte durch. Das war der Hundertschaftsführer. Jetzt müssen wir ständig begründen, warum wir einen Schwarzen abschleppen. Und der andere sagte, ja, vorher war klar, wir nehmen ihn mit und an der Wache findet sich immer ein Grund. Weshalb? Es ist ja ein ständiges Lamuieren, dass man zu wenig Unterstützung aus der Politik hätte. Seitens der Polizeieinheiten, egal wo in der Bundesrepublik. Fakt ist aber, dass jeder Unsinn, den sie verzapfen, die Truppen auf der Straße oder auch im Ermittlungsbereich, letztlich mitgedeckt wird. Und das sind nicht nur solche Exzesse wie G20, wenn sich der jetzige Bundesfinanzminister, damals Bürgermeister in Hamburg, Olaf Scholz, dazu erdreistet zu sagen, Polizeigewalt hat nicht stattgefunden. Wir sind jetzt in einem Bereich, wo wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass es nicht nur Todesdrohungen gibt, aus dem Bereich Rechtsextremismus, dass es nicht nur Informationsbeschaffung gibt, aus Polizeiwachen, siehe Frankfurt, und Todesdrohungen gegen zum Beispiel dort die Rechtsanwältin, auch das sind ja nur Flashlights, es ist ja viel, viel breiter, es ist auch nicht das Einzel-, das schwarze Schafproblem in der großen Herde, sondern wir haben ganze schwarze Schafherden in den Polizeien. Nein, es sind keine Einzelfallprobleme. Es ist flächendeckend, es ist nicht ständig und von jedem oder jeder Polizisten, das ist ja ganz klar, aber es ist genauso klar, dass es so gut wie keine, ich muss ja sagen, ehemalige Kolleginnen oder Kollegen gibt, die entsprechend ihres gesetzlichen Auftrages und ihres Eides, den sie geschworen haben, dann gegen Kollegen vorgehen und intervenieren. Das sind absolute Ausnahmefälle. Das heißt, sie machen alle mit. Wer nichts tut, macht mit. Und genau das gilt natürlich im Besonderen für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, wenn sie ständig die Dinge, die von Kolleginnen und Kollegen rechtswidrig oder auch darunter entgegen den innerdienstlichen Normen gemacht werden, nichts unternehmen. Das ist Standard. Und deswegen ist es flächendeckend. Ich habe jetzt bereits mehrfach gesagt, dass für mich völlig klar ist, dass der Verfassungsschützer Temme, wenn er nicht selbst geschossen hat, so doch Mittäter ist. Es gibt beim NSU mindestens drei Bereiche, an denen Kriminalbeamte ganz nahe dran waren. Ganz nah. Dazu gehört Kassel. Temme sollte in U-Haft. Die Kollegen dort wollten alle V-Leute vernehmen und so weiter und so fort. Und wer hat das verhindert? Der damalige Innenminister. Er ist jetzt Ministerpräsident. Schwarz-Grün regiert in Hessen, Herr Bouffier. Mit einer Dreistigkeit hat der Bursche dort zum Ausdruck gebracht, ja, er verstünde auch nicht, warum der nicht in U-Haft gegangen ist. Der Temme. Dabei ist er es gewesen, der die entscheidenden, und so nennt man das in der Strafverfahrensordnung, Verdunklungshandlungen herbeigeführt hat. Er hat die schützende Hand über seinen Verfassungsschützer Temme gelegt und alles, was drumherum ist. In Sachsen-Anhalt haben wir ja auch dieses Problem. Schmidt heißt der Mensch, ist nicht mal legendiert, das ist ein echter bürgerlicher Name. Es gab auch dadurch wieder Konflikte, Kollision und ein bisschen Kuddelmuddel, aber das wird im Notfall immer zugunsten der Dienste gerade gezogen. So, das heißt, die Dienste wussten immer ganz genau durch die Akteneinsichtnahmen in der Staatsanwaltschaft, wie nahe die Schmiere
an ihren Dreien dran war oder auch nur an den V-Leuten, die Kontakt zu Bönhard, Zschäpe und so weiter gehalten haben. Es gibt nichts Perfekteres, wie wenn ein Staat sich dazu entschließt, organisierte Kriminalität zu begehen. Er kann auf alle Ressourcen zurückgreifen. Er kann Legenden bilden, er kann Pässe drucken, es ist ja so. Und sie kommen nicht ran. Weder durch die Polizei, noch durch die Staatsanwaltschaft. Wir haben ja auch keinen Ermittlungsrichter, wie in der Schweiz oder in anderen Ländern, die von sich aus sagen könnten, Mensch, das geht doch nicht, da gehe ich mal rein, das gucke ich mir mal an. Das können sogar die Italiener selbst ermitteln. Bei uns geht es nur, wenn ein Staatsanwalt anklagt. Also auch bei Temme ist doch ganz offensichtlich, dass wenn bei ihm zu Hause in seinem Dorf er als Klein Adolf gehandelt wurde, weil er entsprechende Verhaltensweisen bei Schützenfesten, Feuerwehrfesten und anderen Gelegenheiten zum Tragen brachte, weil er entsprechende Waffen hatte und andere Nazi-Devotionalien in seiner Bude pflegte, dass das nicht unbekannt gewesen ist im Landesamt für Verfassungsschutz. Hessen ist fast so krass neben der Spur wie Baden-Württemberg, was das LfV angeht. Sie wissen, dass auch hier Polizisten den Ku Klux Klan mitgegründet haben. Die sind nach wie vor im aktiven Polizeidienst bei ihm. Und das sind nicht nur die beiden, es sind Dutzende, die damals in dem Bereich unterwegs waren und die inzwischen in der Hierarchie nach oben gewachsen sind und zum Teil eben Führungsaufgaben haben. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde geschrieben, also das wurde geradezu so, also als wenn es spektakulär wäre, dass gegen 40 Beamte jetzt recherchiert wird. Von echten Ermittlungen kann man sowieso nicht sprechen. Das ist eine Lachnummer. Das müssen Hunderte sein. In Sachsen hatte ein Schießausbilder die Motivation der Zöglinge damit befördert, dass er gesagt hat, zielgenauer wegen der vielen Gäste, die wir jetzt hier in unserem Lande haben, dass auch das Oberlandesgericht in München sich alles andere als mit Ruhm bekleckert hat. Dass sich die drei als Haupttäter alleine hat stehen lassen. Der gesamte, Sie kennen vielleicht den Bericht aus der Süddeutschen Zeitung von der Annette Ramelsberger, das ist Humus für den Rechtsextremismus gewesen, dieses Urteil. Und das wird also in Hamburg ganz, ganz krass auch jetzt gemacht, seit eben Ole von Beuys 2001 an die Regierung kam mit Ronald Barnabas-Schill und solchen, also rechten, teilweise braunen Köpfen. Das war ein rechtsbrauner Senat, den wir in Hamburg in der Bundesrepublik Deutschland. Und die SPD hat da nichts Relevantes dran geändert. Es ist ja nicht naturgemäß, dass die Polizei mit Pickelhaube rumläuft, sondern das ist dann so gewollt von der Politik. Polizeidelikten, also Polizeigewalt, diese irrwitzigen Einstellungsquoten, die in der Regel durch kleine Anfragen der Linken und Grünen in den Landes- und im Bundesparlament erfragt werden, jedenfalls solange sie nicht selbst in der Regierung sitzen. Das muss man immer noch dazu sagen. Und über 99% Einstellungsquoten haben bei der Staatsanwaltschaft. Also was ich vorhin ausgeführt habe, bekommt da nochmal eine besondere Bedeutung. Das ist relevant. Da stimmt das nicht. Es wird keine andere Berufsgruppe außer noch Richter und Staatsanwälte, aber die Verfahren sind sowieso in der Anzahl schon belanglos. Aber es wird keine andere Berufsgruppe geben, weil eine solche Einstellungsquote existiert. In Hamburg, da bei der Staatsoper auf dem Platz, wird umstellt von mehreren Polizisten. Wir haben immer eine kritische Berichterstattung gemacht. Auch mal bei der Taz Hamburg geschrieben. Mehrere Kollegen schirmen die drei Kollegen, die an ihm gearbeitet haben, an diesem Ness, ab. Das ist alles mit laufenden Bildern dokumentiert, ging durch die Weltpresse. Und die verdrehen ihm das Bein, brechen, die Bänder sind gerissen. Der hat noch heute damit zu tun.
das ist über 20 Jahre her, in den 90er Jahren war das. Da hat der Bursche da aus Österreich von der FPÖ, der dann selbst verstarb durch einen Verkehrsunfall. Heider. Der hatte da gesprochen. Und von diesen Beamten, die da die äußere Absperrung machten für die, ich sag mal, Folterer an Oliver Ness, das waren Polizeibeamte, die Folterer, davon kannte ich drei aus meiner Zeit an der Flachhochschule Polizei Hamburg, aus einer Studiengruppe. So, das ging natürlich zum Landgericht. Unglaubliche zeitliche Verzögerung. Die wurden verurteilt. Und dann stellte man fest bei der Revision, dass ein Richter vergessen hatte, seine Unterschrift zu geben. Dann verging wieder unheimlich Zeit. So, ich kürze es jetzt ab. Das zweite Mal wieder ein merkwürdiger Verfahrensfehler seitens des Gerichtes, Landgericht Hamburg. Und beim dritten Mal gab es eine Verurteilung, die unterhalb dessen gewesen ist, was eine zwingende Entfernung aus dem Dienst für notwendig erachtet hätte. Also das ist dieser berühmte Polizeibonus dann vor Gericht. Wenn es die guten Beamten sind, also die alles mitmachen. Das ist unglaublich. So, der schwarze Donnerstag, was Sie ausgeführt haben. Sie wissen, es wurden zwei höhere Dienste angeklagt wegen des Wasserwerfereinsatzes. Die Bordkanone wurde ja als wie eine Schusswaffe verwendet. Nicht nur mit dem herausgehauenen Auge von dem Herrn, den ich auch persönlich mehrfach sehr gut sprechen konnte. Das ist eine einzige Katastrophe. Auch da haben Sie erlebt, wie der Polizeibonus funktioniert. Dass überhaupt zwei aus dem höheren Dienst zur Anklage gebracht wurden. Der ehemalige Richter vom Landgericht Stuttgart Reichert, der hat das ja sehr schön begleitet. Schon das ist ja eine Ausnahmesituation. Und es hätten natürlich noch Dutzende weitere Polizisten mit angeklagt werden müssen. Also der schwarze Donnerstag hat dazu noch eine Information. Das gilt nicht nur für den Einsatz. Also wenn die waren ja am Abend vorher die Polizeiführung beim Mappus in der Staatskanzlei. Und da gibt es ja natürlich kein Protokoll. Das war ja auch lustig dann im Untersuchungsausschuss, wie da wieder herumgedruckst wurde. Nur die Methodik ist, wenn der höhere Dienst dabei sitzt, das wird gar nicht in der offiziellen Runde gesagt, sondern das spricht man am Rande an, was man eigentlich will seitens der Politik. Polizei hat zu funktionieren. So wird es gesehen. Und so sehen sich auch die hohen Polizeiführer aus. Hamburg wurde jahrzehntelang von der SPD fast allein regiert. Dann kam Ole von Beust. Der hat ratzfatz 3-4 Schlüsselpositionen neu besetzt mit Hardlinern. Hat einmal gegen Spruch rausgehauen, wobei sowieso jeder wusste, wo das steht. Was war das? Er will eine zupackende Polizei. Damit war klar, was er will. Der sagt nicht, uns interessiert bestimmte Rechtsnormen nicht. Das ist damit klar, was stattzufinden hat. Also da wurde Putativnotwehr hinter einem Einbrechen, hinter einem fliehenden Einbrecher, hinterher schießend in den Rücken getroffen, geht der hin und kondoliert dem Polizeibeamten, wer ist ja mindestens Putativnotwehr. Am gleichen Abend. Solche Dinge haben wir da erlebt. Oder den Generalkonsulat von Schweden, dessen Frau hat miterlebt, wie eine Schülerdemo an der Alster zusammengeknüppelt wurde. Die war entsetzt, das war eine Pole. Schweden und Polen ist ja auch so. Die war entsetzt, dass sie, kennt sie nur aus ganz dunklen Zeiten. Sag ich nochmal, Befehl und Gehorsam. Vorhin dieses methodische, dieser Vergleich, der so ein bisschen anrüchig ist, ne? Diese Erschießungen hinter den Linien im Zweiten Weltkrieg. Diese Methodik hat eine hohe Bedeutung. Und beim Verfassungsschutz gibt es natürlich noch ganz andere Regeln. Also die sind noch viel härter. Da kann man ja auch nicht aussteigen oder Schluss machen. Man bleibt bei den Diensten lebenslang verpflichtet. Und politisches Kalkül bei Olaf Scholz. Also es war klar, auf diesen missratenen Polizei. Es waren ja mehrere missratene Polizeieinsätze. Also ich gebe nochmal ein,
Es gab alleine bei G20 drei Einzellagen, die war jede für sich, jede einzelne, gravierender als unser Gründungsanlass, der Hamburger Kessel 1986 auf dem Heiligen Geistfeld, wo ein Gericht später feststellte, 700 Mal Freiheitsentziehung durch die Polizei, teilweise Nötigung. Drei Einzeleinsätze, die gravierender waren bei G20 als unser Gründungsanlass. Es passiert nichts. Und das sage ich aus voller Überzeugung und kann es gut belegen, feststellen muss, wir haben jetzt wieder eine Polizei wie in den 50er, 60er Jahren. Bundesweit. Also das Kalkül von Olaf war Machterhalt. Es war völlig klar, nach den scheiß Einsätzen da in Hamburg hätte der Polizeipräsident gehen müssen, der Innensenator, und selbst Olafs Hut wäre also zumindest mit Fragezeichen besetzt gewesen. Völlig klar. Denken Sie an den ehemaligen Bundesinnenminister Seiters nach dem misslungenen Ding in Bad Klein mit RAF, der Schießerei auf den Bahngleisen. Der hat die politische Verantwortung übernommen, obwohl er einen Scheißdreck dafür konnte, dass ihn da seine Jungs von der GSG 9 getunnelt hatten. Das ist noch die, so ist eigentlich die politische Legitimität auch dann gegenüber der Bevölkerung wiederherzustellen. Das findet nicht mehr statt. Die sitzen alle, gucken sich doch jetzt das Elend an mit der sogenannten Großen Koalition, was die da produzieren und immer noch weitermachen. Das ist das politische Kalkül, Machterhalt. Nichts Fachliches, es geht nur um schnöde Macht. Es gibt so viele Methoden, wie sie aus einem sehr gehaltvollen Sachverhalt im Ermittlungsverfahren Schrott produzieren können. Indem sie einfach bestimmte Maßnahmen nicht machen oder stümperhaft, dilettantisch, oder wie sie aus einem Furzen Giftgasvorfall machen können. Also wo sie aus einer Kleinigkeit ein Riesenverfahren entwickeln können. Und sie wissen auch als Dienststellenleiter oder als Abteilungsleiter, wenn sie eine Ermittlungsakte, die frisch kommt, dem Beamten oder der Beamtin geben, ziemlich genau, was dann am Ende rauskommt. Also wenn sie einen Sachverhalt haben, wo sie nichts am Ende sehen möchten, geben Sie es einem Beamten, der es nicht so richtig kann. Und von diesen Spielarten gibt es natürlich noch ganz, ganz viel mehr. Und im Bereich Rechtsextremismus war im Osten Land unter. Da waren nicht nur in den ersten Jahren nach der Wende ständig Raubüberfälle, die überhaupt nicht berichtet wurden öffentlich, weil das war nur grausam und hätte noch mehr Nachahmungstäter herbeigerufen, weil die Verwaltung ja nicht funktionierte. Sondern wenn Linke betroffen waren oder die wollten Schutz suchen in Revierwachen, dann wurden die Türen zugehalten, bis die draußen ihr Arsch voll bekamen und mehr. Das ist so. Und im Ermittlungsbereich, ich habe Ihnen jetzt so ein Beispiel illustriert, was ich wirklich authentisch selbst erlebt habe. Da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, wie Sie etwas verbessern können oder wie Sie bei eigentlich nichts irgendwas entwickeln oder unterjubeln können. Ich hatte immer furchtbar viel Angst, dass man bei mir mal aus Versehen ein Kilo Heroin im Auto findet. Da sind sie für einige Jahre weg. Ne? Das ist klar. Also jeder, der bei uns im Bundesvorstand gewesen ist, hat Probleme bekommen. Wir können das revolutionär versuchen, sehe ich nicht viel Aussichten, schon gar nicht in diesem Land. Es geht nur über den politischen Willen oder wie ein anderer Professor mir sagte, was ich noch gar nicht glauben konnte vor 20 Jahren. Herr Wübbesahl, die Grünen kamen als Ferkel gelaufen und haben sich zu Mastschweinen fett gefressen. Sie machen inzwischen alles mit, fast alles. Der Gefährderbegriff ist ein diffuses Rechtsgebilde. Es gibt da keine Definition im Sinne der Semantik, also dass da eine Grenze zu erkennen ist. Das ist der Exekutive völlig überlassen, wie sie ihn definiert. Das ändert nichts daran, dass nur 5% der Überfälle auf Flüchtlingsheime mit Brandsätzen und anderen Sachen aufgeklärt werden. Obwohl die Aufklärungsquote sonst seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik bei 50% liegt.
Also auch da ist wieder dieses Beispiel aus Freiburg, das können Sie analog nehmen. Das ist nicht aus Versehen, sondern die haben keinen Bock, ernsthaft zu ermitteln. Und wenn sie es nicht müssen, dann übersehen sie auch Beweise oder Indizien oder widmen sie sogar um. Also jetzt sind wir vor allen Dingen bei diesen letzten Ausführungen sehr stark bei der Polizei geblieben. Gehen Sie davon aus, in den Verfassungsschutzämtern ist es noch viel krasser. Gehen Sie davon aus, in den Verfassungsschutzämtern, da ist praktisch alles in der Wolle rechts gedreht. Denken Sie dran, das erste Verfahren, was Otto Schily damals in Sand gesetzt hatte, gegen die NPD, Verbotsverfahren in Karlsruhe, scheiterte genau deshalb, weil die Mehrzahl, über 50% der Bundesvorstandsmitglieder der NPD waren V-Leute. Und gehen Sie bitte davon aus, bei der AfD ist es nicht anders, dass die da nur versagt haben. So, also ich weiß von Redaktionen, die haben ihren Journalisten, ihren Mitgliedern gesagt, keine direkten persönlichen Kontakte zu AfD-Leuten, weil der Laden ist V-Leute verseucht. So, wir sind davor sehr stark bei der Polizei gewesen. Die Verfassungsschutzämter, das ist richtig krass. Sie haben da versagt. Die AfD kriegt man jetzt nicht mehr klein über Verbotsverfahren. Jetzt sind wir wieder bei diesem profanen Handwerk. Exekutivtrottel. Weil die hohe Kunst liegt eigentlich woanders, in der politischen Führung, in der politischen Anleitung.